Wenn über eine nachhaltige Lösung für den Mittleren Osten diskutiert wird, fällt immer wieder der Name einer Volksgruppe, die Kurden. Ein Volk ohne eigenen Staat, Siedlungsgebiete in der Türkei und im Irak, Iran und Syrien. Aber für die Bundesregierung gibt es da einen großen Unterschied. Hier die guten Kurden aus dem Nordirak, die mit Waffen unterstützt werden, da die schlechten Kurden der PKK in Syrien, die als Terrororganisation gelten. Und das, obwohl Tausende vom IS verfolgte Jesiden den Kämpfern der syrischen PKK ihr Leben verdanken. Für Deutschland gilt, wer mit der PKK sympathisiert, macht sich strafbar. Die Partei ist hier verboten und das soll auch so bleiben, sagt der Bundesinnenminister. Nicht nur wir fragen uns, ob das wirklich noch zeitgemäß ist. Hamburg, Stadtteil St. Georg vor 2 Wochen. Salafisten kämpfen gegen Kurden. Die Lage eskaliert, 14 Menschen werden verletzt. Ist der Kampf der selbsternannten Gotteskrieger auf Deutschlands Straßen angekommen? Mittlerweile steht fest, es waren Anhänger der Terrormilizen des IS, die die Kurden provoziert haben. Und schon längst warnen Sicherheitsbehörden, dass sich solche Bilder in Deutschland wiederholen könnten. Die aufgeheizte Stimmung in Deutschland macht auch Familie Yeşil Sorgen. Die kurdische Großfamilie lebt seit mehr als 20 Jahren im Ruhrgebiet. Barış Yeşil ist als Kind hierher gekommen, arbeitet als Rechtsanwalt und hat mittlerweile eine kleine Tochter. Seiner Familie geht es gut, aber die Situation seiner Landsleute in Syrien und dem Irak bereiten ihm schlaflose Nächte. Wir sind natürlich traurig, weil sie müssen sich die Situation so vorstellen. Sie sitzen zu Hause mit ihrer Familie und dann kommen plötzlich fremde Leute und wollen sie von ihrer Zuhause, von ihrer Wohnung rausschmeißen und sagen, nee, sie gehen jetzt raus, die Wohnung gehört jetzt uns. So ist sozusagen zurzeit die Lage der Kurden in Kobane oder in Shingal oder sonst in Kurdistan. Jeden Tag verfolgt Familie Yeşil die Nachrichten aus ihrer alten Heimat. Was sie empört ist, dass viele Kurden in Deutschland immer noch auf eine Stufe mit den Terrormilizen des Islamischen Staats gestellt werden. Die wichtigste Interessenorganisation der Kurden, die PKK, steht europaweit auf der Terrorliste. Die PKK verteidigt ja heutzutage, gerade jetzt, da wo die Kriege stattfinden, die Kurden, die kurdische Bevölkerung. Die PKK war die einzige Parteiorganisation, die Tausende von Kurden, Jesiden aus dem Kriegsgebiet gerettet haben. Das weiß die ganze Welt. Tatsächlich wären Tausende Jesiden dem IS hilflos ausgeliefert gewesen, hätte der syrische Ableger der PKK nicht eingegriffen. Trotzdem wird die kurdische Arbeiterpartei europaweit geächtet. Die PKK, Terrorgruppe oder Freiheitskämpfer? Wir knüpfen Kontakte zur PKK-Führungsriege und fahren nach Brüssel. Man verspricht uns ein Interview mit jemandem, der ganz nah dran ist an der PKK-Spitze. Sübeyir Aydar ist Mitglied des Exekutivrats der KCK, einer kurdischen Dachorganisation, zu der auch die PKK gehört. Die Türkei fordert seine Auslieferung, sagt er. Dort drohe ihm lebenslange Haft. Wir wollen, dass Deutschland seine Politik überdenkt und das PKK-Verbot aufhebt. Das Verbot dient weder dem Frieden allgemein noch dem inneren Frieden in Deutschland. Wenn Sie das PKK-Verbot aufheben, würde das die Lage in Deutschland entspannen und den Friedensprozess in der Türkei vorantreiben. Dieser Mann sieht das ganz anders. Der Innenminister will am Verbot festhalten, ungeachtet der Entwicklungen in Syrien und dem Irak. Die PKK ist eine terroristische Organisation und wir sollten bis auf Weiteres dabei bleiben. Es ist auch so, dass die vielen Demonstrationen, die wir jetzt hatten, auch zum Teil die Gewalttätigen, zum Teil auch aus dem Umfeld der PKK organisiert worden sind. Das muss man auch dazu wissen. Es sind diese Bilder, die auch nach 20 Jahren noch wirken. Damals machte die PKK Schlagzeilen in Deutschland mit Autobahnblockaden, Anschlägen und Selbstverbrennungen. In der Türkei sollen bei dem Konflikt mit den Kurden Zehntausende Menschen getötet worden sein. PKK-Chef Öcalan galt als der Todfeind der Türkei. Seit 15 Jahren sitzt er dort in Haft. Seit 2 Jahren verhandelt die türkische Regierung mit Öcalan. Letztes Jahr verkündete er den Waffenstillstand, rief aus der Haft die Kämpfer zum Rückzug auf. Es ist ein Friedensprozess, der trotz aller Spannungen weitergeht. Also ich denke, man muss die PKK schon nach wie vor kritisch sehen. Also man darf sie nicht romantisieren. Sie hatte wirklich eine strikt stalinistische Vergangenheit, aber sie hat sich ganz eindeutig verändert.
in ihren Strukturen, in ihrer Bereitschaft, demokratisch zu agieren. Sie ist sehr bemüht und auch ehrlich bemüht, Frauenrechte, Minderheitenrechte, ethnische Vielfalt, partizives Mitgestalten. Es hat eine große Veränderung gegeben und es sollte auf jeden Fall ein Dialog stattfinden. Und der kann nicht stattfinden, wenn eine Organisation eben als Terrororganisation weiterhin geführt wird. Auch im aktuellen Verfassungsschutzbericht finden sich keine Belege für Terroranschläge durch die PKK in Deutschland. Hier heißt es, zentral gesteuerte Propagandaaktionen bilden das wichtigste Aktionsfeld der PKK in Deutschland. Demonstrationen und Kundgebungen, Mahnwachen und Pressekonferenzen. Nach einer Terrorgruppe klingt das nicht. André Schulz vertritt mehr als 15.000 Kriminalbeamte in Deutschland. Regelmäßig warnt er vor Sicherheitsrisiken, doch in der PKK kann er keine terroristische Gefahr für Deutschland erkennen. Wir denken schon, dass es an der Zeit ist, dass man sich das ganze Phänomen, dann auch die Kurdenfrage, die Kurden, wofür stehen die Kurden, was möchten sie eigentlich, dass wir das neu betrachten in Deutschland, wirklich nochmal zu gucken, inwieweit auch die Anliegen nach einem zum Beispiel kurdischen Staat in dem Moment berechtigt sind. Und da müssen wir sicherlich weg von der Definition der PKK, so wie wir sie in den 80er, 90er Jahren in Deutschland kennen. Doch die Bundesregierung unterscheidet nach wie vor zwischen guten und bösen Kurden. Während die kurdischen Peschmerga ausgebildet und bewaffnet werden, will man sich mit der PKK nicht mal an einen Tisch setzen. Auch aus Rücksicht auf den NATO-Partner Türkei. Diese beiden Positionen passen nicht zusammen. Sie sind schizophren. Nur so lange aufrechtzuerhalten, wie sie nicht direkt aufeinandertreffen, was aber im Moment geschieht. Die Kurden sind der einzige Partner, der im Moment für den Kampf gegen die IS zur Verfügung steht, denn andere gibt es nicht. Die Staatlichkeit zerfällt und ist extrem schwach in beiden Staaten. Deswegen ist es nicht möglich, eine einfache Unterscheidung zu treffen zwischen den guten Kurden und den schlechten Kurden. Das heißt, man muss mit den unterschiedlichen Gruppen, einschließlich der PKK, zu diesem Ziel zusammenarbeiten. Hagen am letzten Freitag. Barış Yeşil geht mit seiner Familie auf die Straße. Mehr Anerkennung für die Kurden fordern sie. Eine Aufhebung des PKK-Verbots wäre ein wichtiges Zeichen für die 1 Million Kurden in Deutschland, sagen sie hier. Längst überfällig, meinen auch Oppositionspolitiker. Man muss sagen, PKK muss neu bewertet werden. Und diese neue Bewertung kann nur heißen Aufhebung des PKK-Verbotes in Deutschland. Und die behandeln nicht wie Engel. Und die haben sicherlich auch in der Vergangenheit viel Schlimmes gemacht, aber wie Verbündete. Familie Yeşil wird weiter demonstrieren. Sie ist überzeugt davon, dass ein dauerhafter Frieden im Nahen und Mittleren Osten nur mit allen Kurden möglich ist und nicht gegen sie.